So, hallo, hier ist Fies. Und ich wurde heute ja schon mehrfach gefragt, wie macht man das mit diesem ganzen Blaupausen? Habe mir dann hier ein bisschen was vorbereitet und mir jetzt überlegt, ich mache ein kurzes Video darüber. Also, ich habe hier eine Sotio. Docking request accepted. Und da docke ich jetzt an. Wichtig sind eine Handvoll Skills. Gehen wir mal hin. Unter Wissenschaft Science findet man die. Research, damit forscht man besser, gibt einen Bonus auf die Herstellungsmaterialseffizienz. Also wenn man das auf 5 geskillt hat, braucht man 25% weniger Materialien als sonst. Aber zum Forschen reicht Laboratory Operation und dann später die Advanced Laboratory Operation. Damit kann man so und so viel mehr gleichzeitig Blaupausen gleichzeitig bearbeiten. Sprich, im Moment habe ich 3 Stück, kann ich 3 bearbeiten. Eins hat man so. Und dann die anderen 2. Die anderen kommen noch bis zur 5 und danach kommt dann die Advanced Laboratory Operation. Also Maximum sind 11 Stück gleichzeitig. Das beinhaltet Materialeffizienzerforschung, Zeiteffizienzerforschung, Kopieren und dann auch die T2-Forschung. Also geht jetzt hier erstmal hier auf Industrie oder hier oben Industrie. Und hat dann hier für viele das erste Mal sehr verwirrende Fenster. Kurz hier die Tooltips zeigen einem ja an, was das ist. Sachen überhaupt herstellen. Materialeffizienz erforschen. Zeiteffizienz erforschen. Blaupausen, Originale kopieren. Und Kopien kann man, ja, mit Innovation einen T2 Blueprint draus machen, mit ein bisschen Glück. Ich habe es jetzt, ja, Reaktionen ist ein ganz anderes Thema, da mache ich wahrscheinlich ein anderes Video. Auf jeden Fall, man braucht erst einmal eine Station dafür. Spielerstationen, die mit bestimmten Rigs ausgestattet sind, haben da die deutliche Vorteile. Jetzt bin ich bei einer sehr guten Station, bis auf den Preis natürlich, aber die haben zum Herstellen viele Boni. Zur Materialeffizienz haben sie hier minus 30%, minus 50%, minus 65% an Zeit, die es dafür braucht, und die Steuer ist 10%, was eigentlich ein guter Schnitt ist für so eine Station. Ja, hier ist die Zeiteffizienz. Hier kann man dann seine T2 Kopien, Blaupausenkopien machen. Die gibt es ja nicht im Original. Ja. Oder für seine Freunde, wenn man jetzt sagt, hier hast du mal für eine Retriever eine Kopie, dann kannst du dir eine bauen. Und für T2 Innovationen hat man dann hier diesen Reiter. Ich bin jetzt schon auf der richtigen Station. Man sieht, die sind nicht so breit gefächert. Gibt dann hier zum Beispiel eine, aber die haben halt dann auch alle nicht so die Rigs drin, die jetzt diese Station hat, die ich hier gefunden habe. Hat man diverse Nachteile, dauert halt immer ein bisschen. So, Jobs habe ich jetzt keine, da sieht man seine aktiven. Man wird dann auch sehen, das dauert manchmal ein bisschen lange. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier einiges an Blaupausen. Die sind jetzt noch alle im Schiff, denke ich mal. Ja, genau. Und die ziehe ich jetzt hier wieder in den Hangar rein. So. Und hat sich hoffentlich geupdatet. Ne?
Okay. Fangen wir einfach an, jetzt hier mit diesem Giant Freight Container Blaupause. Herstellen kann ich es nicht. Habe hier nicht die genötigen Mineralien, sind relativ harmlos, diese Materialien. Und trotzdem, wenn ich jetzt hier, normalerweise fängt es bei 1 an, kann ich jetzt hier zum Beispiel Ressourcen sparen, indem ich jetzt das steigere. Dauert dann 3 Minuten. Geht rauf bis zu 6 Tage. Starte das mal. In der normalen Station ohne Rix ist es 10 Tage übrigens. So, ja, genau. Und jetzt gehe ich hier hin bei diesem Wellspar Mining Crystal. Da mache ich die Zeit, die ich brauche, um das herzustellen. Das kann manchmal wirklich einiges dauern. So, jetzt haben wir hier. Das dauert zum Beispiel nur einen Tag. Wenn ich jetzt hier den... Wir würden jetzt 53 Sekunden, dann machen wir mal einfach hier die Zeit. Und ja, ich kann jetzt auch hingehen und kopieren. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, hier, der ist noch nicht ausgeforscht, oder wenn er erforscht wäre, könnte ich da eine Kopie machen. Die kann ich jetzt jemand geben. Der hat jetzt 200 Runs drin und damit kann er sich dann 200 Container herstellen. Würde jetzt bei 200, würde das 17 Stunden dauern. Wenn ich jetzt sage, du hast jetzt hier nur 5, dann wären es jetzt 26 Minuten. Bei einer 5 Minuten. Kann jetzt aber hingehen und sagen 200. Ich will das Ding verkaufen, sei es jetzt Schiffblaupause oder so. Will mich aber nicht so oft drum kümmern, also sage ich, ich will 30 solcher Blaupausen haben, die stelle ich dann rein und verkaufe sie per Contract, die Blaupausen. Oder stell die in den Gildenhanger und lasse sie, jeder kann sich daran bedienen. Jetzt habe ich hier diesen Job, jetzt wäre der mit dem Wellspar, wäre jetzt schon fertig. Der würde jetzt weniger Zeit brauchen zum Herstellen, das habe ich jetzt nicht hier gedacht. Also kann jetzt hier 9-mal noch steigern und dann wird das Ganze in einem Tag fertig. So, Blaupausen sind insofern, dass das ein kleiner, aber stetiger Iskfluss sein kann, und wenn man dann das Ganze wieder in Blaupausen einsetzt, zum Beispiel, kann man da große Schiffe, Capital-Schiffe, Module etc. bis hin zur T2-Produktion kann das gehen, ohne dass man jetzt dabei selber produzieren muss. Es gibt zum Beispiel auf dem Markt auch Leute, die jetzt für bestimmte Schiffe, wo man jetzt zum Beispiel einen Frachter, da muss man erstmal Einzelteile herstellen, mit die wiederum Blaupausen haben, und dann gibt es halt vorgefertigte Container mit 10-12 Blaupausenkopien, mit denen man sowas herstellen kann. Die sind natürlich ausgeforscht. Eine Originalkopie kann man 2- bis 3-mal so teuer verkaufen. Kommt immer auf die Seltenheit und auch auf die ISK her. Also wenn es jetzt ein 20 Millionen, Billionen Blaupause ist, dann kostet die natürlich 40 oder 60 Millionen, wenn die ausgeforscht ist, weil man natürlich auch fürs Forschen Geld, und also ISK zahlt in Game-Währung. Ja, das war jetzt der erste Overview. Fragen in die Comments oder direkt an mich auf Discord. Alles klar, euer Fies.